Hallo und herzlich willkommen im Wald und heute erzähle ich euch mal ein bisschen was zum Bundeswehr-Poncho, den ich hier als Langwurst-Variante mit mir herumschleppe. Vielleicht gerade mal einmal kurz ein paar Worte zur Wicklung von dem Ding, so wie ich ihn hier jetzt gerade habe. Das ist die Variante eingewickelt in der eigenen Schnur, die da dran hängt. Sprich, man kann den so wunderbar in eine gut transportable Form, die sich auch nicht von alleine aufwickelt, bringen, indem man das halt eben mit der eigenen Kordel verknotet. Und ich persönlich mag diese Variante am liebsten, weil so kann man ihn wunderbar oben unter den Deckel eines beliebigen Rucksacks, der einen Deckel besitzt, ganz einfach drunter klemmen. Oder wenn man einen Rucksack hat, der keinen Deckel hat, dann kann man ihn sich gut an den Rand dran klemmen. Also sprich, entweder jetzt hier so an den Rand, das geht relativ gut. Viele Rucksäcke haben da ja auch noch irgendwelche Abspannleinen, mit denen man sowas dann da gut befestigen kann. Man könnte es jetzt hier im Fall vom kleinen Kampfrucksack auch eben in diese Außentaschen reinstecken. Das spare ich mir jetzt. Was auch noch ginge, wäre ihn hinter die kleinen Außentaschen zu stopfen. Da ist nämlich auch noch ein entsprechender Hohlraum, wo man den jetzt durchziehen könnte. Ist eine gewisse Fummlerei, geht aber eben auch. Und die klassische Transportmethode ist bei mir diese hier. Weil da passt er eigentlich wirklich immer noch drauf, egal wie voll der Rucksack ist, egal was da sonst drin ist. Und das funktioniert eigentlich auch bei jedem Rucksack, der einen solchen Deckel besitzt. Gilt natürlich dann auch für fast jeden großen Trekking-Rucksack. Die haben ja auch alle so eine Deckellasche, wenn man das so nennen möchte. Also da geht das wunderbar. Man kann ihn auch auf den Deckel drauf schnüren. Klar kann man den auch noch auf diverse andere Art und Weise zusammenlegen. Man kann ihn auch falten zu einem kompakten Kissen. Das passt bei manchen Leuten besser in den Rucksack, je nachdem, wie man seinen Rucksackinhalt eben organisiert. Natürlich kann man auch noch eine dicke, kurze Rolle draus machen. Das ist je nachdem, wie man ihn transportieren will, eben jedem selber überlassen. Man kann ihn auch als sogenannte Deckenrolle verwenden und sich dann als recht breites Band hier so um den Oberkörper schlingen und dann im Poncho nochmal zusätzlich irgendwelche Materialien, die man transportieren möchte, einbauen. Das ist natürlich dann interessant, wenn man gar keinen Rucksack hat, aber aus irgendwelchen Gründen einen Poncho bei irgendwelchen Survival-Fällen. Ihr seht, dieses Ding ist grundsätzlich ein wahnsinnig multifunktionaler Gegenstand, wie es auch für die Baumarktplane irgendwo gilt. Gewicht ist ungefähr 1 Kilo. Ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, wie viel. Abmessungen sind, glaube ich, 1,65 Meter mal 2,25 Meter ungefähr. Und zu seiner aufgerollten Form habe ich ansonsten jetzt nichts mehr zu sagen. Und da müssen wir jetzt das gute Stück mal ausfalten. Was da funktioniert, indem man den hier gemachten Knoten, natürlich kann man da auch noch einen viel schöneren Knoten machen, als ich das jetzt getan habe. Das ist nämlich ein stinknormaler Doppelknoten. Aufmacht, die entsprechenden Bändchen zur Seite und dann kann man das gute Teil einfach fallen lassen. Und dann rollt er sich natürlich auf und dementsprechend kann man ihn auch auseinanderfalten. Der liegt jetzt noch gut am Boden auf, denn das, was jetzt gerade runterfällt, ist die lange Seite. Aber hier seht ihr schon mal die komplette schmale Seite in der Länge. Sprich, wenn man aus dem Ding ein Shelter bauen möchte, was man ja kann, was ja viele Leute auch gerne tun. Ich für meinen Teil passt da nur so mehr schlecht als recht drunter. Aber gut, das muss halt jeder irgendwie mit seinen eigenen Körpermaßen irgendwie ausmachen. Ich baue jetzt daraus kein Shelter, dazu gibt es schon 17 Videos. Ich beschränke mich jetzt aufs als Poncho-Verwendung quasi. Also was ihr hier seht, ist die Außenseite vom Poncho. Und damit ihr so mal ein grobes Gefühl von den Abmessungen bekommt, lege ich mich da jetzt spaßeshalber mal drauf. Ja, also ihr könnt sehen, der Poncho hat so ungefähr eine Bennlänge und es steht oben und unten noch ein winzig kleines bisschen was über. Dadurch, dass man ja natürlich das Ding dann auch noch irgendwo ein bisschen platt liegt, man ihn nicht komplett ausgezogen bekommt, ist für mich schon fast ein bisschen knapp. Und wenn ich den jetzt als Plane aufspannen würde, wozu ich gerade zu faul bin, hätte ich halt das Problem, dass wenn es irgendwie auch nur ansatzweise ein bisschen schräg von der Seite regnen würde, also quasi so, wenn man jetzt sagt, man nimmt das Teil hoch, dann würde es hier von der Seite ein bisschen reinregnen, dann hätte ich nasse Füße. Oder es würde hier von der Seite ein bisschen reinregnen, dann hätte ich einen nassen Kopf. Beziehungsweise je nachdem, wie rum man liegt,
daher für mich als Shelter, ja, wenn man nichts anderes hat, natürlich, dann ist das schon eine Alternative. Dann müsste man quasi, wenn es wirklich regnet, die ganze Nacht mit angezogenen Beinen pennen. Ja, geht auch, aber ist halt nicht so ganz schön. Ja, das hier ist dann die Poncho-Innenseite nach oben. Die unterscheidet sich von der Außenseite dadurch, dass sich hier nicht etwa nur ein Druckknopf befindet, sondern eben diese Schnur an besagtem Druckknopf auf der Innenseite. Damit kann man sich das Ding halt noch gut um den Bauch binden, wenn man ihn ein bisschen mehr fixieren möchte, damit er nicht ganz so in der Gegend rumweht, wenn es entsprechend windet und man mit dem Ding vielleicht nicht ganz so oft im Unterholz hängen bleibt, wie das der Fall ist, wenn man ihn nur ganz locker trägt. So, das ist jetzt hier die Variante angezogener Poncho. Sieht natürlich enorm seriös aus. Mal ein bisschen zu den Details. Zunächst mal hat er hier einen möglicherweise sehr hohen Kragen. Dann kann man da hinten natürlich noch eine Kapuze hochklappen, was ich nicht kann, weil ich da einen Hut auf habe und das ja bekanntlich nicht geht, dass ich den abziehe. Dieses schöne Gerät hier kann man damit natürlich entsprechend noch zuziehen am Halse. Meiner ist jetzt ein bisschen schwergängig. Bei diesen Ponchos ist es ja grundsätzlich so, dass es sich um gebrauchte Modelle handelt, dass man mal Glück hat und einen besseren erwischt oder mal Pech hat und einen nicht so guten erwischt. Meiner ist, denke ich, noch relativ gut erhalten und entsprechend kann man sich da halstechnisch so einstellen, wie man das haben möchte. Wenn man so ein Tuch am Hals hat, wie das jetzt bei mir der Fall ist, kann man sich das auch noch entsprechend hochziehen. Das Ganze schön ein bisschen abpolstern, weil das Poncho-Material selber, wenn das direkt auf der Haut aufliegt, das ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es ist auch sehr kalt und im nassen Zustand dann auch sehr glitschig und wirklich relativ unangenehm auf der Haut. Ich mag das nicht und bin dann dankbar, wenn ich so ein Tuch habe, mit dem ich das noch ein bisschen von meinem Hals fernhalten kann. Dann ist das sehr gemütlich und wärmetechnisch eine sehr, sehr, sehr gute Isolation, weil das ist zum Beispiel eine Sache, die bei diesem Poncho gerne mal vergessen wird. Der wärmt so richtig, richtig gut, da er nämlich wirklich besser winddicht ist als alles andere, was es so an winddichten Dingen gibt. Ja gut, vielleicht nicht als alles andere, aber wenn man bedenkt, wie wenig der kostet, ist wirklich die Winddichtigkeit absolut top, die Wasserdichtigkeit auch. Auf gut Deutsch, dieses Ding ist einfach sehr dicht. Bei allen erdenklichen Flüssigkeiten, Gasen und allem anderen, was irgendwie ein Material möglicherweise durchdringen kann, ist man mit diesem Poncho, was Dichtigkeit angeht, auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wie ihr jetzt seht, ist das, was ich hier ausstrecke, erfreulicherweise die kurze Seite, weil die lange Seite könnte ich gar nicht zwischen meinen Armen ausspannen, die ist zu lang, was dazu führt, dass der Poncho doch recht weit runter reicht. Und doch ein Großteil der Beine durch den Poncho auch noch geschützt ist. In meinem Fall ist aber Kniehöhe so ungefähr. Da ist in meinem Fall, muss weiter weg, dann aber auch schon wieder Schluss. Und bis dahin reicht er halt nur. Fangen wir mal unten an. Wenn ich die Unterseite gefunden habe. Achso, ja, ganz unten gibt es keinen Druckknopf. Da gibt es nur so Ösen. Hier seht ihr sie. Ich habe da teilweise auch schon ein wenig Schnur befestigt, damit sich das Ganze besser abspannen lässt, wenn man es dann doch mal abspannen möchte. Und dann kann man hier mit den Druckknöpfen sich den entsprechend zusammenknöpfen und ist dann bei Wind von der Seite eben besser geschützt, dass es einem nicht gleich allzu sehr von der Seite in den Poncho reinweht. Ja, hat den Vorteil, irgendwann ist man dann quasi ein regengeschützter Panzer, in Anführungszeichen, und wirklich keinerlei Feuchtigkeit von außen kommt irgendwie unter diesen Poncho. Es bleibt das Problem mit den Beinen. Aber unter dem Poncho selber, da regnet es auf keinen Fall drunter. Und wenn man die Kapuze richtig auf hat und nicht wie ich nur einen Hut drüber, hat man auch von oben keinerlei Wassereinbruch. Und das auch nach Stunden im Regen immer noch nicht. Und das Schöne ist, dass dieses Material ganz offensichtlich, weil ja ohnehin schon gebraucht und weil ohnehin schon lange im Einsatz gewesen und auch wirklich alt, nahezu unverwüstlich ist. Anders als zum Beispiel Gore-Tex-Jacken, die sich irgendwann delaminieren. Oder sonst irgendwas an den Dingern kaputt ist. Ich habe noch keine Gore-Tex-Jacke gesehen, die nennenswert älter als 10 Jahre ist, ohne so auszusehen, als würde sie sich demnächst in ihre Einzelteile auflösen. Das gilt übrigens auch für meine eigene.
Und dementsprechend ist das halt eben einfach meiner Meinung nach für den langfristig denkenden Survivor oder den Prepper oder sonst wie ein Wetterschutz, den man einfach besitzen sollte, weil man den auch nach dem Atomkrieg noch auspacken kann und immer noch einigermaßen vom Wetter geschützt ist. Eine lustige Anekdote, bei der Bundeswehr zählt der Poncho auch zur ABC-Schutzausrüstung und zwar speziell für C, nämlich chemische Waffen, soll so funktionieren, dass wenn ein Chemieangriff droht, dann möge man sich doch bitte hinkauern, schön in seinem Poncho verkriechen, natürlich noch die Kapuze aufziehen oder am besten den Kopf gleich ganz in das Ding reinstecken, sodass auch garantiert kein bisschen Körperteil irgendwie exponiert ist. Und möge dann warten, bis besagte Chemikalien über einen drüber gekippt wurden. Dann wirft man den Poncho einfach mitsamt der Chemikalien ab und einem ist nichts passiert. Also so die Theorie. Inwiefern das in der Praxis jemals funktioniert hätte, streiten sich die Oberfeldwebel in der Grundausbildung immer noch, glaube ich. Tja, die Tatsache, dass diesem Poncho klassische Ärmel fehlen, führt dazu, dass er beim Hantieren mit den Armen gerne mal relativ weit hoch rutscht, was dazu führt, dass man eben, sofern man jetzt nicht kurzärmlich unterwegs ist und es einem sowieso egal ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann mal nasse Ärmel bekommt, wenn man da wirklich eine Weile mit rumrennt. Gleichzeitig, wenn man nicht mit den Händen am Hantieren ist, hilft der Poncho anders als eine Jacke in jedem Fall auch wunderbar dabei, wirklich auch die Hände eben trocken zu halten. Das tut eine Jacke ja nicht. Kalte Hände kriegt man bei kalten Temperaturen unter so einem Poncho also erheblich langsamer, zumal man sich auch in die Taschen stecken kann. Unter dem Poncho dann, der Poncho selber hat keine Taschen, kriegt man eben erheblich weniger kalte Hände, als das bei einer Regenjacke der Fall ist, wo die Hände einfach der Witterung ausgesetzt sind, es sei denn, man hat natürlich noch Handschuhe, aber dann müssen die auch noch wasserdicht sein und hab das mal alles. Gerade eben, wenn du schnell mal ein Item greifen möchtest und damit in den Wald rausrennen und nicht lange überlegen, oh, jetzt muss ich ein Handschuh mitnehmen, eine Mütze mitnehmen, eine Jacke mitnehmen, eine Regenhose mitnehmen. Und Tatsache ist, das Ding ist definitiv wirklich richtig, richtig stabil. Unglaublich reißfest und wirklich kaum zerstörbar, wenn man da nicht wirklich mit dem Messer rangeht und mit Gewalt das Ding aufschneiden möchte. Kriegt man das nicht kaputt. Ich habe auch schon oft drauf geschlafen. Es eignet sich hervorragend als Unterlage fürs Lager. Die Wassersäule ist jenseits von Gut und Böse. Da drängt bei beliebigem Druck, kann man sich damit auch wirklich ins Wasser rein hocken und wird dann immer noch nicht nass. Also es dringt da wirklich keinerlei Feuchtigkeit durch das Material. Das ist alles ganz, ganz tippitoppi und irgendwelche Steine, Äste oder sonst was auf dem Boden und man legt sich direkt drauf. Auch da geht er nicht kaputt. Also ich habe es noch nicht geschafft. Und selbst wenn er mal einen Riss haben sollte, ist das Ding mit Panzertape ganz einfach zu flicken. Also wirklich idiotensicher und das ist danach auch wieder durchaus dicht. Ja, vielleicht kann man noch zur Farbe sagen, natürlich ist das kein Flecktarn, ist aber so ziemlich das unauffälligste Oliv, das ich mir vorstellen kann, wenn das Ding so im Wald rumliegt oder man damit irgendwas abdeckt. Sind die Chancen, dass das rein zufällig entdeckt wird, auch schon sehr, sehr niedrig. Zumal man kann auch ein paar Hände voll Laub drüber schmeißen, hier und da vielleicht noch ein Zweigchen drauflegen und dann fällt das auch wirklich nicht auf. Und auch als Person, wenn man so mitten im Wald rumsteht, ist es jetzt auch nicht gerade, dass man eine Signalfahne sozusagen darstellt. Gleichzeitig ein Vorteil gegenüber Flecktarn, also wirklich diesen richtig krassen Tarnklamotten, wenn man das so sagen möchte, stellt es natürlich dar, dass dieses Oliv auch einigermaßen zivil noch rüberkommt und man kann damit auch mal durch ein Dorf laufen oder auch mal durch eine nicht allzu große Stadt, vielleicht nicht unbedingt München Fußgängerzone, wobei ich das auch schon gemacht habe, aber... Nämlich, wenn man ihn anhat... Und es ist nicht wirklich, wirklich kalt. Heute haben wir jetzt ein paar Grad über Null. Da geht's. Da ist es wirklich ganz gut, mit dem Ding rumzulaufen, ohne größere Schwierigkeiten. Wobei noch ein bisschen Regen dazu, damit es dann noch mal ein bisschen kälter wird und sich noch mal besser kalt anfühlt, wäre auch schon wieder hier jetzt schon wieder sinnvoll, weil mir unter dem Teil so langsam doch schon ziemlich kuschelig wird. Klar, dass es darunter warm ist, ist natürlich unter Umständen ein lebensrettender Vorteil. Selbstverständlich. Aber es hat halt auch den Nachteil,
wenn man sich in dem Teil bewegt. Und zwar so richtig, ja, so richtig zum Wandern, einfach dieses Teil als Regenschutz anzieht und dann nochmal, keine Ahnung, 6, 7, 8 Stunden durch den Regen laufen möchte. Dann kann man sich sicher sein, dass man am Ende dieses Tages zwar überhaupt keinen Regen von außen abbekommen hat, zumindest nicht im Bereich des Ponchos, an den Beinen eben schon, ne? Aber das Problem ist eben, dieses Ding, diese gummierte, absolut wasserdichte Oberfläche ist halt eben in beide Richtungen absolut wasserdicht. Sprich, man hockt im eigenen Saft. Jedes bisschen Wasser, was der Körper selber abgibt, eben also quasi Schweiß, inklusive der Atemfeuchtigkeit, wenn es so richtig kalt ist und man sich hier dieses Ding vor das Gesicht zieht, um dann noch besser geschützt zu sein, dann atmet man auch noch in den Poncho rein. Da sammelt sich einfach wahnsinnig viel Wasser drin an. Und über einen längeren Zeitraum, bei ordentlich schweißtreibender Aktivität, wird es da drin so viel Kondenswasser geben, selbst wenn man zwischendurch immer mal diesen macht, um da mal ein bisschen Luft reinzulassen, damit wenigstens die noch nicht an der Poncho-Oberfläche kondensierte Flüssigkeit einmal kurz abdampfen kann. Was im Endeffekt jetzt aber auch nicht wahnsinnig viel Blinken bringt. Also man muss jetzt nicht denken, dass es einem hilft, dass man überhaupt nicht nass wird, wenn man die ganze Zeit so rumläuft. Ich habe es ausprobiert. Zumal wenn man das die ganze Zeit macht, dann wird man auch wieder von außen nass. Also mir ist noch keine Lösung eingefallen, das Kondenswasser, das erhebliche Kondenswasserproblem unter diesem Poncho zu lösen. Und daher schränkt sich meiner Meinung nach die langfristige Anwendung von so einem Poncho als Wetterschutz beschränkt sich damit wirklich auf richtig knalle, kalte Jahreszeit. Also über 6, 7 Grad plus würde ich den zum Rumlaufen nicht mehr einplanen. Also als Notregenschutz, damit man irgendwas dabei hat, das okay. Und man kann natürlich auch einfach sagen, man läuft super, super langsam, sobald man den Poncho anhat und stoppt in einem solchen Tempo durch den Wald. Aber selbstverständlich ist das jetzt auch nicht so ganz Sinn der Sache. Und ja, wie gesagt, das schränkt die Einwendung doch arg ein. Ich habe es wirklich oft genug ausprobiert, um sagen zu können, man läuft unter dem Teil wirklich total, man ist dann irgendwann total so durchgeschwitzt, dass alles nass ist. Also komplett, als ob man durch den Regen gelaufen wäre. Im Sommer macht der also überhaupt keinen Sinn, da kann man genauso gut gleich durch den Regen rennen. Sobald man auch nur auf die Idee kommt, sich einmal kurz in den Poncho zu hüllen und sich dann zu bewegen, meistens ist es im Sommer sogar schon zum Nichtbewegen zu heiß, dann hat man halt statt Regenwasser in der Kleidung Schweiß in der Kleidung. Nass ist sie in beiden Fällen. Zu kalt für das Ding kann es allerdings nicht werden. Auch bei Schneestürmen leistet er hervorragende Arbeit, habe ich auch schon ausprobiert. Also da muss man dann halt eben gucken, dass man den auch schon ein bisschen zur Seite zusammenknöpft oder vielleicht auch so mit rumrennt. Kann man auch machen, funktioniert auch sehr gut. Dann sind die Arme außerdem nochmal zusätzlich geschützt. Hilfreich ist es, wenn man dann noch zusätzlich Handschuhe anhat. Aber gerade eben hier so, dann durch den Regen marschieren oder durch einen Schneesturm, das funktioniert wirklich sehr, sehr, sehr gut. Insbesondere in Verbindung mit der Kapuze. Mein Hut, so toll der auch ist, ist dann, wenn man mit dem Poncho unterwegs ist, fast was, was man dann unter dem Poncho packen könnte. Ja, wenn man sich im Poncho auch im Sommer oder im Frühling oder bei sonstigen eher warmen Temperaturen vom Regen schützen möchte, kann man schon machen, aber da muss man halt eben aufhören rumzulaufen. Sprich, man hockt sich auf irgendeinen Baumstumpf idealerweise und wickelt sich komplett im Poncho ein, kann dann auch wunderbar einen kleinen Rucksack unter die Knie nehmen oder zwischen die Beine und ihn da dann wunderbar verstauen und kann dann auch gleichzeitig im Rucksack rumkruscheln. Und wenn man möchte, kann man den Kopf auch komplett in den Poncho reinziehen und dann im Inneren des Ponchos noch irgendwie mit der Ausrüstung hantieren und so weiter. Nur sollte man das nicht allzu lange tun, weil dann atmet man ins Poncho-Innere. Und das führt dann dazu, dass es in jedem Fall wahnsinnig Kondenswasser gibt, selbst im Winter, egal wie kalt, das macht der nicht lange mit. Da habt ihr relativ schnell die Tropfsteinhöhle in Anführungszeichen oder halt eben ein innen genauso nasses Poncho-Oberflächenmaterial als außen und ja, und als Fazit darf ich dann vielleicht sagen, ich persönlich finde den Poncho prima. Also das ist einer meiner lieben Ausrüstungsgegenstände. Das ist aber mehr so eine emotionale Geschichte. Wie gesagt, im Sommerhalbjahr ist der quasi eigentlich fast für nichts zu gebrauchen und nur wenn es richtig schön knallekalt ist, dann fängt er an nützlich zu werden. Da habe ich ihn dann auch wirklich gerne und regelmäßig dabei und benutzt den dann auch häufig.
sonst fazitmäßig fällt mir nicht mehr ein. Was ich halt auch noch schön finde an dem Ding ist die unendliche Haltbarkeit, das Gewicht. Ja, ich habe schon manchmal ein bisschen geätzt, wenn ich den dabei hatte und sonstige Ausrüstung halt eben auch noch. Und ob dann ein Kilo mehr oder weniger noch dazukommt, ja, das ist ein Unterschied. Packmaß hingegen finde ich okay, weil als diese Rolle, die ich euch gezeigt habe, kann man den wirklich ganz gut fast überall verstauen. Das ist dann nicht das große Problem und die Multifunktionalität ist natürlich auch nochmal so ein schöner Vorteil, der einem viel Spaß mit dem Ding haben lässt, meiner Meinung nach zumindest. Gut, das war jetzt ein sehr ausführlicher Erfahrungsbericht zum Bundeswehrponcho und das soll an dieser Stelle jetzt aber auch wirklich genug sein. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und macht's gut, bis zum nächsten Mal.